Hallo, liebe Community. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, es gibt ein sehr aktuelles Thema im Moment und ich habe heute Alexander Dörsam mit im Interview als Interviewpartner und ich freue mich erstmal sehr, Alex, dass du dir Zeit genommen hast, weil es gibt wirklich ein Top-Thema im Moment. Es geht um einen Cyberangriff auf Microsoft Exchange Server mit ja zum Teil dramatischen Folgen für die User. Und es ist irgendwie eine Zahl im Raum von über 170.000 angegriffenen Maschinen. Und ja, ich würde mich gerne mit dir heute ein bisschen unterhalten, was da überhaupt passiert ist, was man sich darunter vorstellen kann, damit ihr so ein bisschen wisst noch, warum Alexander Dörsam, er war schon einige Male auf dem Digital Future Congress Keynote Speaker und wenn er auftritt, dann füllt sich die Halle. Ja, schlagartig und alle sind irgendwie eine Stunde lang mit offenem Mund unterwegs. Und ich freue mich sehr, dass du wirklich da bist und lass uns jetzt direkt in Medias Res gehen. Was ist überhaupt passiert? Was ist vielleicht nochmal in zwei, drei Sätzen ein Microsoft Exchange Server, insbesondere die E-Mail-Kommunikation darauf? Und was ist passiert? Ja, also vielleicht ganz kurzer Disclaimer vorne raus. Also die Sachen, die wir jetzt besprechen, die sind natürlich alle noch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil es komplett brandaktuell ist. Es kommen immer neue Informationen raus, also alles wird aktuell bewerten. Und alles, was ich jetzt sage, basiert aus den Fällen, die wir akut bearbeiten. Also wir haben jetzt sehr viele Fälle und daraus kann ich quasi ein bisschen berichten. Okay. Ist jetzt also kein fiktives Know-how, sondern wir sind da gerade äußerst eingespannt. Grundsätzlich, also der Exchange ist im Prinzip eine Maschine. Also hier in diesem Fall, bei diesem Hafnium genannten Angriff, geht es um die E-Mail-Server, die noch bei den Unternehmen vor Ort stehen. Also die sogenannten On-Premise-Exchange-Maschinen, die verwalten die E-Mails von den Mitarbeitern und halt, ist halt eben das E-Mail-System. Und diese Angriffswelle zielt ganz genau auf diese Exchange-Server, die per Definition in gewisser Weise exponiert sind. Und das ist halt hier gerade das große Problem. Was ist eigentlich passiert? Also wie war es überhaupt möglich, dass diese Masse an, ich sag mal, eigentlich sicheren Servern, die haben ja auch Firewall und Security-Einheiten, alles da. Wie kann es sein, dass so ein Massenangriff auf einmal, ja, das ganze System erschüttert? Eigentlich muss man die Antwort so ein bisschen zweiteilen. Es hat was Grundsätzliches und was Spezielles. Also in dem speziellen Fall ist es so, es gibt Schwachstellen, die das ist noch unklar bei der ganzen Sache, von verschiedenen Stellen genutzt worden sind. Also die Schwachstelle wurde Microsoft, oder die Schwachstellen sind vier Stück an der Zahl, Microsoft gepostet, teilweise über Twitter. Angeblich sind auch irgendwo irgendwelche Regierungen aktiv. Also es ist alles noch sehr durchwachsen. Das Ende vom Lied ist, es gibt eine Schwachstelle, mit der es möglich ist, von außen bei einem Exchange-Server, der eine Anmeldung auf dem Port 443 erlaubt, also Over, von außen quasi sich dort anzumelden. Und dann gibt es darauf aufbauend drei weitere Schwachstellen, mit denen man quasi durch dieses System durcheskalieren kann. Das ist im Prinzip das, was da Sache ist. Das ist generalistisch, also wie kann sowas passieren? Im Prinzip ist sowas ganz normal. Die Frage ist, warum hat das so krasse Auswirkungen? Und das ist im Prinzip etwas, was wir eh schon ein paar Mal hatten. Also wenn wir jetzt die letzten Jahre zurückgehen, hatten wir ja einige Fälle von ähnlicher Couleur, wobei man ehrlich sagen muss, dass dieser Hafnium-Angriff, nehme ich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil es noch so früh ist, aber vermutlich eines der schlimmsten Sachen werden kann, die wir je gesehen haben. Es liegt daran, dass es kein Zutun des Users braucht, da wenn man sowas wie Emotet zum Beispiel im Hinterkopf hat oder Notpetya, das war ja mit Zutun der User, weil Notpetya war es ein Update-Prozess. Das ist hier nicht der Fall. Also man kommt von außen quasi durch die Maschine durch, ohne User Zutun. Das ist ein ganz großes Ding. In dem Fall ist es auch so, man kann es dann am ehesten vergleichen mit ziemlich exakt vor einem Jahr den Netscaler-Angriffen. Da gab es eine Schwachstelle von den Netscalern, die auch viel einsetzen. Die war von außen ausnutzbar und auch das wurde in sehr großem Umfang gemacht. In dem jetzt vorliegenden Fall ist es aber eins schlimmer wie beim Netscaler. Beim Netscaler war es damals so, die Leute sind auf diese Maschine drauf und dann kommen die nächsten Schritte. Das ist auch wichtig vom Verständnis her. Wir reden eigentlich hier von einer einzelnen Schwachstelle,
und haben einen sehr starken Fokus auf diese Schwachstelle. Das ist aber im Prinzip die falsche Betrachtungsweise, weil die Szenarien sind alle als Angriffskette zu verstehen. Aha. Das sind Potpourri verschiedener Dinge, die miteinander kombiniert werden. Und es gibt halt eine Startschwachstelle und dann passieren danach wieder andere Sachen. Und bei dem Netscaler war es eben so, gab es eine Startschwachstelle im Netscaler. Da lagen dann in der Konfigurationsdatei Zugangsdaten, mit denen man dann versuchen konnte, quasi Richtung Active Directory zu eskalieren. Okay. Jetzt sind ja, ich sag mal, auch ja, die europäische Bankenaufsicht und solche Sachen sind betroffen. Also jetzt, es geht nicht um kleine mittelständische Unternehmen, die wir, sage ich mal, hauptsächlich im Blick haben, ja, sondern das sind auch große Behörden etc. Was ist da oder was ist, ich sag mal, im schlimmsten Fall möglich, wenn du sagst, das ist ein Potpourri und das ist sozusagen schlimmer als Netscaler? Was ist möglich? Auf was muss man sich gefasst machen? Also ich kann jetzt mal erzählen, was wir schon gesehen haben. Wir haben jetzt unsere Telefonleitung glühen. Wir haben eine Technik an die Telefone schon weggenommen, dass die überhaupt arbeiten können. Die Sache ist halt die Angreifer machen im Prinzip immer wieder dasselbe. Und das ist das, was mich als Analyst oder als Berater so ein bisschen abstumpfen lässt bei diesen Vorfällen. Wir haben zwar eine neue initiale Schwachstelle, die ist auch komplett neu und nie da gewesen, die ist auch super hochwertig und verrückt, also alles okay. Aber die darauf folgenden Schritte, die sind immer wieder dieselben. Das ist dasselbe wie bei Trickbot mit Emotet, dasselbe wie beim Netscaler. Es wird immer wieder versucht, innerhalb der Windows-Domänen zu eskalieren. Und da werden Tricks eingesetzt, die sind teilweise 100 Jahre alt gefühlt. Da gibt es schon seit 99 Jahren Antworten drauf, aber es hat halt einfach keiner umgesetzt. Und das sehen wir jetzt halt ganz genau wieder. Der Exchange hat in dem Fall folgende Sonderrolle. Beim Netscaler war das so, es ist irgendein Gerät auf dem Zugangsdaten liegen in Richtung Domäne. Da muss man sich noch ein paar Sachen überlegen, um da zu eskalieren. Haben die auch gemacht, ging auch gut durch und viele wurden damals Domain-Administrator. Das ist die schlimmste Rolle, die man einnehmen kann als Angreifer, also aus Verteidigersicht. Ja. Beim Exchange ist es so, wir haben, also wenn wir den Exchange kompromittieren können, haben wir einen sogenannten Domain-Joint-Client, also Domain-Joint-Maschinen. Das heißt, das Gerät wird ja von einer Domäne verwaltet. Mhm. Aus dieser Rolle heraus schon haben wir als Angreifer sehr viele Möglichkeiten zu versuchen, so ein Lateral Movement durchzuführen. Das heißt, unsere Rechte innerhalb der Domäne zu eskalieren und von den Rechten, die wir auf dem Domain, die wir auf dem Exchange haben, zum Beispiel volle Domänenrechte zu bekommen. Mhm. Das geht von jedem Domain-Joint-Client aus. Das geht auch von einem Laptop aus oder sowas. Und das ist auch super erfolgreich. Das haben wir bei Trickbot gesehen, also bei Emotet vor mittlerweile 2 Jahren. Das ist ja durch die Unternehmen durch, wie ein warmes Messer durch die Butter. Das heißt vom Prinzip, ich kann über diesen Eingang, den ich geschaffen habe, auf das gesamte Netzwerk vom Prinzip zugreifen. Nicht nur auf die E-Mails, sondern darüber hinaus. Ja, also das ist auch vom genau, also die E-Mail-Szenarien, das ist vermutlich das, was man den Behörden nachsagt. Das ist auch das, was am offensichtlichsten der Fall ist. Das ist aber nicht unbedingt das, wo ich persönlich die meiste Angst vor hätte, weil ich glaube, die große Welle, und die wird vermutlich erst noch kommen, ist, dass basierend auf diesem Einfallstor Angreifer wieder in den Bereich der Verschlüsselung gehen, wieder anfangen, für Unternehmen zu verschlüsseln. Der Unterschied ist jetzt halt nur, also die Tatsache, dass es überhaupt auf irgendein System geht, bedeutet schon mal die grundsätzliche Möglichkeit, die Rechte zu eskalieren. Beim Exchange haben wir die Sonderrolle, dass der selber bereits so hohe Rechte hat, dass der Weg von ich bin auf diesem Exchange drauf zu ich bin Domänenadmin ist super kurz. Ja. Wir haben jetzt seit gestern also Dutzende Telefonate geführt und auch also wirklich viele Analysen durchgeführt, wir sind alle sehr müde. Und es ist fast jedes Mal so gewesen, dass wir vom Exchange in absolut kürzester Zeit Eskalation bis zum Domain-Controller haben, bis zum Domain-Admin haben. Und dann ist alles kaputt, weil diese Domain-Controller, dieses Active Directory, ist das Authentifizierungsgehirn von modernen Infrastrukturen. Mhm. Und wenn da jemand die volle Kontrolle übernimmt, kann der quasi aus dieser Position heraus auf fast alle Ressourcen des Unternehmens administrativ zugreifen. Mhm. Und das haben wir, wie gesagt, ja schon ein paar Mal gehabt und zwar jedes Mal furchtbar. Und das ist ja vom Prinzip der Super-GAU, ne? Also ich vom Prinzip für ein Unternehmen, egal welcher Größenordnung, der Super-GAU, in dem Moment, wenn jemand von außen, ich sag mal, den Komplettzugriff auf, wie du es so schön gesagt hast, auf das Gehirn und die Komplettadministration hat. Ja. Was ratet ihr in so einem Moment? Ich meine, ich sag mal, ich kann mir vorstellen, dass die Leute da anrufen, irgendwo denen stehen die Schweißperlen auf der Stirn. Die haben vielleicht die ganze Nacht am Rechner gesessen und versucht, irgendwas zu retten. Was ratet ihr in so einem Moment? Was ist eure Konsequenz oder Empfehlung? Also bevor ich jetzt mal ins Detail gehe, wichtig zu verstehen ist, dass der Fehler im Prinzip nicht darin liegt,
diese eine Schwachstelle zu verhindern, sondern dass diese Eskalationsketten, die immer wieder dieselben sind, die muss man lernen zu beenden. Und das ist auch das Wichtigste, also was wir dann auch im Nachhinein lernen müssen, ist, weil es wird sowas wiederkommen. Wir müssen irgendwann mal, muss man lernen, das zu machen und zu härten auf eine Weise, dass es nicht jedes Mal um die Wurst geht. Dafür brauchen wir Beratung, professionelle Konzepte und so weiter. Jetzt in diesem akuten Fall gibt es ja im Prinzip diese vier Schwachstellen, die im Raum stehen. Es gibt von Microsoft, also Microsoft ist sehr engagiert zurzeit, um Blog-Einträge, es gibt von Microsoft Tools, um zu prüfen, ob irgendwelche Indikatoren vorliegen, dass von diesen Schwachstellen Gebrauch gemacht wurde. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt einmal, es gibt dieses zentrale GitHub-Repository von Microsoft, in dem die Software von Microsoft veröffentlicht ist, mit dem man so ein bisschen die Logs analysieren kann. Das finden Sie auch, also finden die Zuhörer quasi auf jedem Artikel eigentlich immer wieder verlinkt. Okay. Ansonsten können wir das auch gerne zur Verfügung stellen. Genau, das, was irgendwie im YouTube unten drunter dann einfach verlinken. Ja, Ja, mache ich. Also ist kein Problem, das können wir verlinken. Also da gibt es auf jeden Fall mal dieses Tool. Dieses Tool von Microsoft geht jetzt her und analysiert Logfiles. Da geht es schon mal los. Die Logfiles liegen bei den Kunden unterschiedlicher Qualität vor. Das heißt, es kann sein, dass die Logfiles gar nicht da sind, dass sie zu kurz sind, dass die Abdeckung schlecht ist. In diesem Fall, also die Logs, die da analysiert werden, werden mit höchster Wahrscheinlichkeit existieren und analysierbar sein. Das handelt sich dabei für die, die da so ein bisschen mitschreiben wollen, um eine CVE 26855. Das ist der erste Schritt, das ist quasi der erste Kontaktpunkt vom Angreifer. Man muss aber bei all diesen Log-Sachen aufpassen. Wir fragen jetzt ein kompromittiertes System, ob es kompromittiert wurde oder ein eventuell kompromittiertes System. Ein Angreifer, der Erfolg hatte, wäre in der Lage, alles das, was wir da analysieren, auch zu manipulieren. Okay. Also Schritt 1 wäre quasi, dieses Tool abzufeuern. Für die erste Schwachstelle, wenn da ein positiver Befund rauskommt, heißt das noch nicht zwangsweise, dass man auch wirklich befallen ist. Das Problem ist, Microsoft hat auch selber ein Nmap-Skript veröffentlicht, mit dem man prüfen kann, ob man verwundbar ist. Dieses Nmap-Skript generiert bereits Informationen, die wiederum von diesem Protokoll-Skript als positiver Fall identifiziert werden, also als Indikator. Okay. Das heißt, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also wenn was drinsteht, heißt es nicht zwangsweise, dass man Opfer wurde. Wenn nichts drinsteht, heißt es nicht zwangsweise, dass man kein Opfer geworden ist. Das ist also vom Prinzip schwierig. Ja. Genau. Wenn wir jetzt sowas weiter analysieren, und das ist halt genau der Punkt, weswegen ich so ein bisschen hin und her gerissen bin, ich würde dann halt im nächsten Schritt hergehen und sagen, gut, wir müssen tiefer in die Logs reingehen. Und da ist es halt wirklich in fast allen Fällen auch jetzt diese Woche so gewesen, dass ich gesagt habe, okay, wie lange gehen eure Security-Logs zurück? Und dann sagt der ITler erstmal, ja, bis zum Urknall, kein Problem. Ne? Und dann sagen wir, gut, dann zeig mal. Und dann stellt man fest, ja, 2 Stunden. Das ist nicht so viel. Ne? Oder ich habe gar keine Logs. Ne? Also vom Prinzip ist es so, und ich meine, das ist das auch, was du immer auch predigst, das weiß ich, dass die eigentlich die Hausaufgaben nicht gemacht haben. Ist das so? Ja, also im Prinzip ist es immer wieder dasselbe. Ja? Wo sind die Logs? Habt ihr Logs? Wie umfangreich sind die Logs? Sind die auf demselben System wie das, was gehackt worden ist? Ja, interessiert es mich nicht. Und das sind die Sachen, also wenn du ein Video hast von einem Vortrag von vor 5 Jahren bei euch, hab ich genau... Die Sachen, die ich da gesagt habe, kannst du genau dafür nehmen. Was ist mit Passworten? Was ist mit Domain-Controller? Was ist mit minimaler Rechtevergabe? Was ist mit Rechteüberwachung, Netzwerksegmentierung? Das sind immer wieder dieselben Themen. Und weil die Leute es einfach nicht machen, passiert sowas immer wieder. Und ich muss einfach sagen, ich glaube, die Frequenz ist zurzeit jährlich für so einen Super-GAU. Wir hatten letzten Mal der Netscaler. Davor war es Immotet. Ich glaube, die Frequenz wird einfach immer schneller. Und natürlich müssen wir patchen. Ne? Ja, also ich sage mal, das bekommt man ja auch mit. Also wir hören von gerade, wir sind ja auch Kreisgeschäftsstelle des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft, und da bekommen wir tatsächlich auch viel mit von kleineren, mittleren Unternehmen, vollkommen egal, die einfach auch angegriffen werden, wo Daten dann verschlüsselt werden, wo Lösegeldforderungen auftauchen und vieles wird auch nicht gemeldet. Also das ist auch eine Grauzone. Schlimmer Zustand, sage ich mal. Und jetzt kommt halt so ein, wie du es auch gesagt hast, so ein super Ding und haut da nochmal richtig rein. Was ist jetzt vom Prinzip, wir können ja hier in dem Video auch keine, ich sag mal, wirkliche Lösung angeben. Dafür ist das Thema, glaube ich, auch absolut viel zu komplex. Was ist sozusagen jetzt die ultimative, ich sag mal, 3-Punkte-Schrittlösung, die du empfehlen würdest,
wenn jemand jetzt das Video hört oder sagt, oh Gott, ich glaube, wir haben auch einen Exchange-Server, der Geschäftsführer, und denkt, okay, ich muss mal meinen Administrator anhauen und mal gucken, was da los ist. Was ist deine Empfehlung? Also Schritt 1, die Microsoft-Tools abfeuern. Die verlinken wir dann in dem Video und dann gucken, was da rauskommt. Wenn bei dieser ersten Schwachstelle was rauskommt, würde ich noch nicht furchtbar nervös werden, da muss man noch ein bisschen tiefer reingucken. Wenn bei diesen anderen drei Schwachstellen, also alles außer diese 26, 8 und 5, wenn da was rauskommt, dann würde ich auf jeden Fall ziemlich und sofort nervös werden. Wenn man dann, bei der ersten kann man sich noch entscheiden, das Problem zu ignorieren, das wäre nicht gut, aber es wäre nicht so verrückt, wie die anderen zu ignorieren. Wenn man dann aktiv wird, ist es sinnvoll, als allererstes den Zugang auf diesen Exchange zu beenden. Das heißt, wir müssen 443, also den Port 443, auf den Exchange zumachen. Dann kommt es so ein bisschen darauf an, was dann da schon gefunden wurde. Wenn dann diese ASPX-Dateien vorliegen, die von den anderen Tools geprüft werden, ist es so, dass selbst wenn das Ding gepatcht wurde, was hoffentlich dann auch der Fall ist, und diese ASPX-Dateien sind noch da drauf, haben die Angreifer immer noch, also das ist so eine Backdoor im Prinzip, immer noch die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Dann geht es halt schon los, löscht man die einfach oder leitet man tatsächlich direkt eine forensische Analyse ein, analysiert, also isolieren wird das Gerät. Aufgrund der Menge, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich weiß nicht, wie es in anderen Firmen unserer Art geht, ja, also wir werden nicht alle Fälle analysieren. Das ist definitiv nicht möglich. Das heißt, es kann sein, dass man einfach sagt, komm, wir löschen jetzt diese ASPX-Dateien. Wenn man diese Reise geht, also wenn diese Dateien vorliegen, würde ich sofort von diesem Exchange einen Snapshot machen, dass wir eine Kopie haben. Ich würde sofort vom Active Directory einen Snapshot machen, dass man eine Kopie hat. Wenn wirklich diese ASPX-Dateien vorliegen, und meine persönliche Erfahrung ist, dass 9 von 10 Active Directories einfach nicht gehärtet sind und so einem Angriff nicht standhalten können, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass auf dem Active Directory irgendwas abgeht. Da muss man ein Auge drauf haben. Ich persönlich, das ist jetzt halt meine Meinung, würde als nächstes Passworte ändern. Passworte ändern heißt, nicht nur bei den Usern, das ist noch das Uninteressantere, sondern Admin-Passworte ändern und das ist das Schlimmste, Service-Account-Passworts ändern. Das können nämlich die allerwenigsten. Und da kann man auch schon so ein bisschen mitschreiben, als für die Manöverkritik, wenn ich furchtbare Angst habe, ein Service-Account-Passwort zu ändern, weil dann eventuell ein Service nicht mehr bootet irgendwann, dann ist das bereits ein strukturelles Problem meiner IT. Dann muss man das aufschreiben und muss das grundsätzlich lösen. Das heißt, wir backupen die ganzen Sachen und dann würde ich ehrlich gesagt auch Beratung reinholen, dass man schaut, wo kann da die Reise hingehen. Ich würde auf jeden Fall dann auch, also sobald diese ASPX-Dateien vorliegen, meine Backups prüfen, notfalls die Backups nochmal anstoßen, dass man wirklich sicher ist, dass wir Kopien haben, sicherstellen, dass es Offline-Backups gibt, falls wir in ein Kryptolocker-Szenario kommen. Weil noch sind wir Prä-Kryptolocker, ne? Und das ist ja das, was den meisten passiert. Kryptolocker kommt und dann gehen alle ganz entspannt und sagen, ja, ist kein Problem, wir haben Backups und dann kommt raus, wir haben doch keins. Ja. Das wäre jetzt ein guter Moment, sicherzustellen, dass sie ein Backup haben. Ne? Okay. Also das kann ich nur empfehlen. Ich würde dringend empfehlen, die Sachen von Microsoft, die Publikation zu verfolgen, weil es wird quasi stündlich aktualisiert, dass man da dran bleibt. Ich habe auch nicht die Weisheit jetzt. Wir sind mitten in den Analysen drin. Wir lernen sehr schnell gerade von den Angreifern. Aber es gibt noch nicht die Antwort darauf, was da passiert. Und damit auch nicht die Antwort, was man tun sollte. Jetzt meine Frage vielleicht nochmal zu der Verantwortungssituation. Also Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel. Da können ja Daten gestohlen werden ohne Ende, es können Daten abgezogen werden. Sind diese, angenommen, es ist ein Angriff erfolgt, das lässt sich auch sicherstellen, das ist ja vom Prinzip sofort zu melden, oder? Jetzt bin ich kein Datenschützer. Das ist jetzt quasi meine Privatmeinung. Also wir haben jetzt auf den Analysen, die wir gesehen haben, gesehen, dass sich Dateien bewegt haben, also Daten auch bewegt haben. Ja. Wir sind mit höchster Wahrscheinlichkeit bei vielen an dem Punkt, dass wir mit den Logs nicht nachweisen können, welche Daten sich bewegt haben und damit könnten sich quasi auch E-Mails von dem Exchange wegbewegt haben. Ob es nicht ein Datenschutzproblem ist, müsste der jeweilige Datenschutzbeauftragte beurteilen. Du hast ja auch jetzt angesprochen das Thema Forensik. Macht es Sinn, das Ganze irgendwie nachzuverfolgen? Also macht es Sinn zu schauen, wer war das? Wer hat mich angegriffen und kann ich den, ich sag mal, im besten Fall irgendwie verklagen oder irgendwie angehen. Ja, ist jetzt sitzt wahrscheinlich nicht im Nachbarhaus. Ja, also das ist immer so der emotionale Wunsch.
also auch das ist jetzt meine Meinung, da muss jeder seine eigene Meinung haben. Also das ist die Frage, wer können wir uns schenken? Ne? Also wir verfügen vermutlich nicht über die Werkzeuge, jemanden, der so eine Kampagne fährt, zu identifizieren. Das ist nahezu unmöglich. Warum man, also mein, wir machen ja Krisenmanagement und so viel Forensik benötigt. Das ist aber eine andere Betrachtungsweise. Die Forensik hat jetzt eigentlich die Aufgabe, die sie oft hat in so einer Situation, die Tragweite festzulegen. Also haben wir eine Eskalation Richtung Active Directory? Wenn ja, wie stark ist die? Das ist, soll die Aufgabe der Forensik sein, weil das legt auch fest, wie wir zu reagieren haben. Als Beispiel, Microsoft sagt selber, wenn ein Angreifer Domänen-Admin geworden ist, ist das nicht mehr restorbar, dann müssen wir das Active Directory wegschmeißen und fangen bei Null an. Und das ist eine Aufgabe, die Forensik hat. Ist ein Server kompromittiert, dann können wir den restoren. Ja. Ist ein AD kompromittiert, dann haben wir, dann weiß ich nicht, dann ist das Thema durch. Dann muss man es wegschmeißen und von vorne anfangen. Und was das heißt, wir sind, glaube ich, alle IT-Leute. Ne? Ja. Ja, ich glaube, das ist dann wirklich der Super-GAU, der schlimmste zu anzunehmende Unfall. Wie wollen wir verbleiben? Du gibst unten oder gibst uns ein paar Informationen für die wichtigsten Links, vielleicht zu den Informationen von Microsoft, oder du hast noch zwei andere eben erwähnt. Wir verlinken auch dann natürlich die Adresse direkt zu dir, zu deiner Company, zu der Antago GmbH. Und ja, wir wollen es auch nicht allzu lange machen. Du musst auch zurück. Du stehst auch, das haben wir auch schon gemerkt, unter ziemlichem Druck. Ich glaube, da ist im Moment viel zu tun. Ich danke dir unglaublich, dass du dir trotzdem jetzt die Zeit genommen hast, um das Interview mit mir kurz zu führen. Das hat riesig Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben auf jeden Fall ein Stück weit die Tragweite von diesem Angriff ermessen können. Und selbst wenn du sagst, es ist wahrscheinlich noch gar nicht zu Ende, sondern die Welle kommt sogar noch irgendwie, was da jetzt auf die Firmen zukommt, dann hat das, glaube ich, eine ziemliche Kraft. Alex, an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank und dir und deinem Team vor allen Dingen weiterhin viel Kraft und gutes Gelingen. Danke für deine Danke. Zeit. Ja? Sehr gerne. Bis dann. Mach's gut. Supi, du Ciao. Auch. Ciao.